Ja, Leute, und hier sind wir wieder bei The Fischer Online. Und es ist nicht direkt Fliegenfischen, was wir hier machen. Es ist eher Spinning. Spinnen wollen wir jetzt schön mit der Spinnroute mal den Wobbler hier durchziehen. Ich hoffe, er fliegt schon mal so ein bisschen durch die Gegend, der Wobbler. Vielleicht weiß er gerade nicht genau, wo er hin soll, was er machen soll. Wir ballern ihn einfach mal raus. Zack, es ist ja, gleich 6:30. Und wir ziehen es hier schön durch. Und twitchen hier so langsam. Immer noch am ersten Gewässer hier am Briesener See in Brandenburg. Und immer noch bei, ja, The Fisher Online in der Pre-Early-Access-Variante des Games. Schauen wir uns schon mal an. Oh, jawohl. Schauen wir uns schon mal an, was hier so geht. Jawoll! Und dann drehen wir erstmal schön hier weiter. Eieiei. Jawohl, jawohl, jawohl. Und da haben wir. Ja, das sieht aus wie ein kleiner Grashecht. Ja. Kann sich doch sehen lassen. Der erste kleine Grashecht. Nehmen wir mit. Das fliegt ganz gut hier. Der fliegt richtig schön weit, der Wobbler. Ich habe hier die Einholgeschwindigkeit auf maximal gestellt. Das heißt, das hier ist die Bremse. Die tun wir nochmal weiter runter. Auf 70 hatte ich die eingestellt. Da ist es. Speed auf 70. Und ich habe zusätzlich noch zwei Grundrouten draußen. Jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, hat schon ganz gut Gewicht. Und es läuft gerade ganz gut. Also es ist gerade diese Kombination mit zwei Grundrouten und der einen Spinnroute. Das ist ganz vernünftig jetzt hier. Auch da wieder ein kleiner Karpfen müsste das sein. Na, genau. Kleiner Schuppi. Jawohl. Oh. Dann nehmen wir nochmal den nächsten Vierer-Stack von den Ködern. Und der geht weit, jawohl. So. Und dann hier raus mit dem schräg hängenden Wobbler. Also gerade war er noch nicht schräg. Das war jetzt gerade irgendwie nach dem zweiten Fisch oder so. Da hang er da auf einmal so ein bisschen schräg neben der Spur. Hit the button. Man sieht hier immer wieder die Infos. Also das ist eigentlich schon zu langsam. Ich glaube, ich ziehe jetzt hier mit Shift gleich nochmal durch. Auch wenn es schon 70 ist. Nochmal jetzt Full Speed. Das ist dann jetzt einfach hier rechte Maustaste. Da macht er automatisch diese Bewegung. Da kommt automatisch beim Wobbler das Twitchen. Oder ich ändere jetzt gleich auch nochmal einfach den Köder. Nehmen wir doch einfach mal hier den Blinker. Wie im ersten Video auch schon gesagt, bei den Blinkern ist es so, beziehungsweise bei den Kunstködern sieht man sofort, die Schrift ist in Blau. Das heißt, der hat eine 110-prozentige Lockwirkung. Die Weißen haben eine 90-prozentige, die Grünen eine 100-prozentige und die Lilanen 120%. Und ich spare jetzt ja gerade. Oh, ja! Er geht hart in die Bremse. Drehen wir langsam hoch die Bremse. Ja, okay. Ich spare jetzt gerade auf den. Ja, ist klar. Nein!
auf die dickere Route. Ich will eine dickere Spinnrute haben. Spinnrute, Rolle. Boah, wie nervig. Ist ja gut, Alter. Ist ja gut, ist ja gut. Schön, 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 schön. Oh, wie am Kämpfen ist. Komm ran hier. Alter, der will nicht. Komm, Kescher, Kescher, Kescher. Jawohl, 2,5 Kilo Graskarpfen. Graskarpfen, sag ich. Hab ich immer Graskarpfen im Kopf. Grashecht, natürlich. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Alter, läuft jetzt gerade hier, ey. Läuft, läuft, läuft. Oh, mit der Bremse auch schon hier am Limit, ne? Höher sollte die gar nicht sein. Der hat ein bisschen Gewicht. Pumpen wir den mal so ein bisschen. Oh ja. Oh ja, der hat ein bisschen Gewicht. Das ist nicht schlecht. Hoho. Ja, Mann, komm ran hier. Der Köder geht ganz gut hier, der. Selmul. Selmula, Selmul, Selmona, Do. Irgendein Teig, müsste man mal googeln. Oh, aber geht hier, ne? Graskarpfen, Spiegelkarpfen. Wie er so am Zappeln ist, ne? Mit sein. Cool, cool, cool. Zack, mitgenommen. Und direkt wieder raus. So, und hier fliegt immer noch der Köder. Kann ich den auswerfen? Ja, kann ich. Okay, dann mal raus damit. Bremse wieder runter. 2,2er und dann ruhig mit Shift wieder. Step by Step Guiding nennt sich das jetzt hier bei den Blinkern. Das heißt, er macht so eine leichte Bewegung. Vielleicht so ein bisschen was wie Stop and Go. Rechte Maustaste. Zack. Oh ja. Ach, geil. Aber nicht so richtig schwer. Irgendwas Kleineres. Vielleicht geht ja auch noch eine Forelle dran. Na. Und was haben wir? Oh, ein ganz kleiner. Ganz kleiner Hecht. Auch wieder jetzt hier mit Shift. Also schön mit Vollgas ziehe ich hier gerade durch. Plus diese Bewegung. Und ich teste einfach alle Himmelsrichtungen. Ich habe momentan noch nicht das Gefühl, dass man jetzt die Hechte eher irgendwie an so einer ganz grasigen Ecke hier findet. Ich glaube, die sind einfach überall. Gucken wir mal, ob hier jetzt extra was anbeißt. Extra ein Hecht. Und da geht was dran. Jawohl, jawohl, jawohl. Zack. Und Doppelbiss. Auch wieder auf der Route 2. Na, go, go. Ja, wieder ein kleiner Hecht tatsächlich. Und testen wir mal, ob wir hier mehrfach jetzt die Hechte ziehen, wenn ich so ufernah lang ziehe. Eine Forelle hatte ich auch schon gefangen. Bisschen ranpumpen hier. Aber natürlich ist das Spinnfischen, ja, ich sag mal schon, die actionreichste Angelmethode. Ich teste gleich nochmal verschiedene Köder durch. Und eigentlich auch die Methode, die tagsüber so mit am besten funktioniert. Oder das Spinnfischen funktioniert tagsüber besser als abends, sagen wir es mal erstmal so. Je nach Gewässer natürlich, ne? Guck
Gucken wir noch mal eben. Also, jetzt war hier der Blinker dran. Auf dem Twister habe ich noch gar nichts gefangen. Jetzt werfe ich ihn auch noch mal aus. Also, ein Twister hat bei mir noch gar nicht funktioniert bisher. Vielleicht nutze ich den auch falsch. Das ist dann diese Jig-Führung hier. Auch das, auch eigentlich nur mit der rechten Maustaste. Klick, 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 klick. Aber entweder bin ich zu schnell, zu langsam, falsches Gewässer, zu oft geklickt. Es gibt ja zig Gründe, warum es nicht unbedingt funktioniert. Oder warum es halt, warum nichts geht, ne? Muss man alles ausprobieren und wenn es irgendwann mal geklappt hat, nochmal und nochmal und nochmal. Oder halt ganz langsam, ne? Machen wir mal langsam hier auf 10. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Super langsam. Aber der Teig hier funktioniert, ey. Richtig gut hier an dem Gewässer. Sehr gut, ey. Ja, unten in der Ecke sieht man, der Kescher, das Fangnetz, das ist schon fast halb voll. Es gibt ja, es gibt zwei Varianten, wie es voll sein kann. Wie gesagt, einmal vom Gewicht her. Oder eben von der Anzahl der Fische. Wenn voll, dann voll. Und dann war nochmal ein schönes Rotauge, Roach. Jawohl. 400 noch was Gramm, das geht doch ganz gut. Ich werfe mal jetzt ein bisschen weiter nach links, auch nicht ganz so weit. Jawohl, perfekt. Auch das ist wichtig. Fühlt es sich gut an, wenn man auswirft? Hat man ein Gefühl dafür? Wie weit ist es, wenn ich diesen Actionbar, wie weit werfe ich aus? Wie lange halte ich gedrückt? Wie weit fliegt dann der Köder? Es fühlt sich gut an, fühlt sich realistisch an. Oder man kriegt halt ein gutes Gefühl damit. Auch wenn man halt nur die Maus in der Hand hat. Jetzt habe ich mal auf 40. Vielleicht ist es einfach für das Gewässer überhaupt nicht passend. Vielleicht gibt es einfach keine Fische, die auf dem Twister hier stehen. Ich weiß es nicht, ey. Gehen wir mal auf den Spinner. Da sieht man hier schon an der Oberfläche. Dreht sich schön. Vielleicht ein bisschen groß. So dass das Model. Auch das kann natürlich alles noch geändert werden. Ist ja hier, wie gesagt, alles noch in der Entstehung. Und es wird halt hart dran gearbeitet an dem Game. Da tut sich noch viel. Und bis das dann zum Jahresende auf den Markt kommt, da wird sie auch noch viel getan haben. Dann, ich nehme noch mal den Wobbler. Wobbler fand ich eigentlich bisher immer mit am besten. Wenn ich genug Kohle zusammen... Oh ja, und direkt. Ratzfatz. Wenn ich genug Kohle zusammen habe, hole ich mir auf jeden Fall die große Spinnrute und den Frosch. Das ist halt dann... Eieiei, Doppelbiss. Triple Biss. Alter, jetzt geht er doch rund hier. Und laut ist es auch. Laut. Ja, man ist doch gut. Verdammt. Mal ran hier. Jawohl, absetzen. Und schnell hier auf die 2. Alter. Styres. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Man sieht schon den Schatten hier. Auch wieder
Junger Karpfen, jawohl, absetzen. Oh! Da geht einer ein bisschen in die Bremse. Ja, Mann. Sehr gut. Oh. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Das ist ein dickes Rotauge auch, oder? Nee. Ja, Mann, ist es. Großes Rotauge. 1,6 Kilo. Boah, geil. Alter, cool, richtig gut. Nice, ey. Großes Rotauge, großer, genau, das sind hier die normalen maßigen. Das sind dann die größeren. Young Mirror Carp, was der genau, also der war halt lila. Ob das ein junger Spiegelkarpfen Trophy ist? 800 Gramm, gute Frage. Young Mirror Carp? Ne, 800 Gramm ist ja nichts Besonderes. Young Mirror Carp hier mit 1,34 Kilo. Besondere Färbung, ob es sowas gibt? Keine Ahnung. Nachher mal gucken, ob sich das irgendwie, ob sie das bezahlt macht. Das war jetzt hier auf Made gerade. Hat aber relativ lang gedauert, bis da was gebissen hat. Auf Made. Da ist dieser Semolina Doe. Semolina Doe. Auf jeden Fall der deutlich fängigere. Der lohnt sich. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen, wenn er gleich verbraucht ist. Der geht ganz gut. So. Speed 70, jawohl. Plus Turbo-Taste, plus schnelles Einkurbeln. Und schön hier durchziehen. Jawohl. Oh, so eine Forelle wäre nochmal geil, ey. Da hätte ich ja Bock drauf. Ja, und wieder Doppelbiss hier. Läuft gerade, ey. Tagsüber richtig gut. Nachts, im letzten Video habe ich ja dann noch die Nacht durchgeangelt. Es war okay. Es war okay. Sind noch einige kleine Karpfen rangegangen. Zack. Kleiner Grashecht. Und sofort der Wechsel wieder auf die Grundroute. Aber der Teig. Super bissig, der Teig. Super bissig. So, ich hole die Ruten jetzt mal raus. Beziehungsweise erst den Fisch, dann die Ruten. Und dann angeln wir auch nochmal an einer anderen Stelle. Und schauen uns das an. Beziehungsweise machen da mal dann den Kescher voll. Schauen uns an, was dann da noch so geht. So, Leute. Ich habe mir jetzt mal diese Stelle hier am See ausgesucht. Und versuche jetzt hier mal mein Glück. Hier hinten, da fließt... Genau, hier fließt es rein. Das heißt, ich werde in die Richtung vielleicht auch noch spinnen. Beziehungsweise, glaube ich, werde hier mal was platzieren. Auch da hinten noch eine Grundroute. Gucken wir mal, was da so geht. Die kommt nochmal zurück. Fangen wir mal an. Vielleicht mit dem Teig da hinten. Maximal raus. Jawohl. Und dann machen wir die Made, die machen wir hier vorne zwischen. Zack. Relativ nah. So. Und die Spinnenrute werfe ich aber auch dann noch in diese Richtung hier. Und dann gucken wir mal, was da geht. Oder ich teste gleich nochmal wieder die anderen Köder für die Forellen. Wie gesagt, so eine Forelle hätte ich ja schon noch Lust drauf. Oh, auf Grund geht's schon los.
Na? Auf dem Teig? Wie? Nein, doch nicht. War nicht auf dem Teig? Nein, die Made war's. Die Made ist es hier vorne direkt. Jawohl. Oh ja, sehr schön. Oh, sehr schön. Oh, was ist das? Wieder ein dicker Giebel oder so? Ja, Mann. Oh ja, schön. Geil, ja, Mann, schön. Gucken wir direkt nochmal hier vorne. Zack. Und weiter spinnen. Ich hatte ja schon den etwas größeren, das etwas größere Fischnetz. Das heißt, hier passen entweder noch 17 Kilo rein oder noch 26 Fische. Aber ich denke, es wird eher die Kilozahl sein, die erreicht wird. Ist mir eigentlich auch angenehmer. Lieber die schönen dicken Brocken hier reinziehen. Na, doch ist einer dran. Ich dachte schon, der Schnurrohr wieder. Sieht aber gut aus. Mittelgroßer Fisch jetzt hier dran, nicht ganz so riesig. Und da ist der nächste. Hier geht es deutlich besser mit der Made. Da sieht man schon mal einen großen Unterschied. Am letzten Spot war die Made nicht so fängig. Und hier geht das sofort ab mit der Made wieder. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass es auch gut variiert, dass man da... Oh ja, ist ja gut. Dass man da Unterschiede hat. Und der Spiegelkarpfen. Komm, absetzen. Und ein junger Spiegelkarpfen war das. Und was haben wir hier? Nochmal, oder? Oder wieder Rotauge? Dickes Rotauge wieder. Ja. Ja, ich bin angetan. Das finde ich gut. 1,7. Großes Ding. Richtig große Rotaugen hier auf Made. Schön. Pah. Ist aber selten, dass ich mich mal so über Rotaugen gefreut habe. Und direkt nochmal hier so ein Doppelbiss hier. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Und da geht dann nochmal ein etwas dickerer auf Made hier. Die Maggot geht steil hier, zumindest an der Stelle. Oh! Oh, was haben wir da? Etwas anderer Kamm. Oder auch nochmal ein. Ja, auch nochmal ein großer Giebel. Schön. Doch nochmal ein paar schöne Giebel gezogen. Mit dem Spinning auch noch ein bisschen was gezogen. Gar nicht verkehrt. Gehen wir mal eben verkaufen. Die Spinroute, die hat sich gerade wieder ein bisschen vertüttelt. Das heißt, damit wird es jetzt leider nichts mehr. Also bevor ich jetzt auslogge, verkaufe ich mal eben. Und auch das kann sich ja schon wirklich gut sehen lassen. Gerade jetzt zum Schluss. Richtig schöne Brocken gezogen. Sehr, sehr gut. Von 8 Silber, 5 Silber. Okay, die sind automatisch nach Preis sortiert. Genau, eine Trout, eine Forelle war vorhin schon dabei. 8 Silber hat die, bringt die richtig gut, ey. Und hier dieser lilane, keine Ahnung, was mit dem ist. 801 lilaner Spiegelkarpfen. Hechte bringt auch gut. Richtig schön. Leute, ey. 71 Silber. Das verkaufen wir jetzt alles. Zack, da sind wir bei 200 Silber insgesamt. Und wir sind dem Ziel. Wir sind dem Ziel der Spinning Rod von 300 Silber schon einiges näher. Dazu kommt dann eine der beiden. Wahrscheinlich erstmal diese Route. Diese Rolle. Power 6, also hat weniger Power. Aber
Bremskraft ist höher. Also die kommt dann als nächstes dann daran. Dann sind wir bei 400 Silber. Angelschnur habe ich schon dafür. Ja, 400 Silber und danach wird auf dicke Hechte geangelt. Das allerdings dann im nächsten Video. Bis dahin, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.